Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Herzlich willkommen auf unserem Uptrend-Kanal. Mein Name ist Daniel und heute liefern wir dir das versprochene Interview. Cairo Finance haben wir bereits in der Vergangenheit angeschaut und wir waren, ohne das jetzt zu viel und zu nahe auszuführen, mehr als kritisch. Falls du das Video noch nicht gesehen hast, hier die Verlinkung. Und heute geht es eben um das Interview. Wir sind eine unabhängige Plattform und wollen da auch eben jedem die Möglichkeit geben, sich zu rechtfertigen, zu korrigieren, richtig zu stellen, whatever. Jetzt darfst du aber mal gespannt sein, ob sich unsere Meinung zu Cairo Finance komplett geändert hat oder vielleicht die bisherige Meinung noch viel mehr bestärkt hat. Alles in allem, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dabei, denn da werden wir dir auch nochmal einen eigenen Eindruck schildern. Jetzt aber erstmal das Interview kurz und kompakt. Ja, dann erstmal vielen, vielen lieben Dank. Heute darf ich sagen an Tutte nicht Amun, dass ihr im Call mit dabei seid. Wir haben ja in der Vergangenheit schon ein Video, was wir auf Grundlage des White Papers veröffentlicht haben, über Cairo veröffentlicht. Und ja, da gab es ein paar ungeklärte Fragen. Umso cooler finde ich es. Und da erstmal danke an dich, dass du da mit dabei bist, dich auch den Fragen stellst, weil die Fragen waren bestimmt auf der einen oder anderen Seite kritisch. Aber wir finden es cool. Und daher hätte ich gesagt, starten wir direkt rein, außer es gibt noch Anmerkungen. Nein, also wir haben uns natürlich auch dieses Video angesehen. Muss ich auch ehrlich dazu sagen, am Anfang nicht sehr positiv natürlich bei uns angestoßen, weil wir uns sehr viel Mühe geben. Ne? Aber wir haben uns natürlich auch das Ganze hinterfragt, okay, wieso kommen denn so viele Fragen auf, und haben das natürlich jetzt auch als Chance gesehen, das auch alles hier richtig zu stellen. Super cool. Nee, also finde ich klasse. Daher, da stehen wir auch dafür. Wir wollen eine objektive Berichterstattung. Wir werden nicht einfach irgendwie ein Projekt schlecht reden, wie es leider so und so viele machen, sondern wir wollen es einfach objektiv zeigen. Und da also jetzt mal schon mal danke, dass ihr da überhaupt mit dabei seid und euch auch den Fragen eben stellt. Perfekt. Ja. Dann käme ich gleich mal zur ersten Frage. Und zwar, also das kam auf Grundlage des Videos, das war in einem Kommentar drinnen, dass am 20.05. wohl der Launch sein soll. Also diesen Monat, 20.06., nicht 20.05. Genau. Stimmt das oder ist das noch vage? Weil klar, Bärenmarkt etc., was man ja gerade so tagtäglich mitbekommt. Genau. Nee, also es steht schon fest, wir werden dieses Datum auch nicht mehr verschieben. Am 20.06. um 20 Uhr werden wir auf PancakeSwap listen. Und für auch alle die beim ICO keine Tokens mehr bekommen haben, weil wir waren halt sehr schnell ausverkauft, da habt ihr halt die Möglichkeit, noch um $1 zu kaufen. Aber wie gesagt, seid halt schnell, tut euch vorbereiten, weil ich denke, dass da wirklich sehr viele Leute auch kaufen werden, weil wir halt auch die Marketing-Trommeln, sage ich mal, jetzt gestartet haben. Sehr viele YouTuber promoten uns jetzt. Wir werden auch mehrere Interviews jetzt haben mit verschiedenen YouTubern. Und auch sehr viele Bannerwerbungen auf BSC-Scan und so weiter und so fort laufen gerade. Ja. Super. Ja, Marketing ist natürlich da ein ganz wichtiges Thema. Ja. Das beste Produkt lässt sich nicht verkaufen, wenn es keiner kennt. Bekannt. So ist es, genau. Das stimmt. Wie schaut denn das aus? Also du hast ja gerade auch schon gesagt, eben der Presale. Laut unserem Informationsstand war ja damals die Möglichkeit, zu 20% vergünstigt die Token zu kaufen. Genau. Und da jetzt die Frage, also gibt es da in irgendeiner Form Vesting? Weil, also ich habe mir da einfach so die Frage gestellt, okay, jetzt haben wir ja gerade so bekanntlich Bärenmarkt, wo jetzt auch nicht die größten Gewinne realisiert werden. Wie stellt ihr das jetzt sicher, falls es jetzt kein Vesting gibt, vielleicht gibt es ja auch eins, dass eben nicht jeder einfach sagt, nö, die 20%, die nehme ich erstmal mit und dann schauen wir halt mal, was passiert. Also es ist auf alle Fälle eine sehr gute Frage und meiner Meinung nach auch sehr wichtig, ein Vesting zu machen, wenn ich, sage ich jetzt mal, auch mehrere Millionen im ICO einsammle. Ne? Kann man es positiv sehen, kann man auch sehr negativ sehen, weil man gibt halt den Investoren auch nicht die Möglichkeit, sofort Zugriff auf ihre Tokens zu haben. Ne? Aber wenn ich das halt von Anfang an klarstelle, dann ist es so. Wir haben halt im ersten Sale, wir hatten ja zwei Sales, 1,2 Millionen Token haben wir um 80 Cent verkauft und 2,3 Millionen dann um 90 Cent, das heißt in Summe 3,5 Millionen Token.
die rausgegangen sind. Und von den 3,5 Millionen, wir haben kein Vesting. Das heißt, jeder Kunde hätte frei Zugriff. Aber wir haben ja unseren eigenen Staking Contract, den Maximizer. Und wir hatten jetzt vor unserem Launch einen Beta-Test gestartet. Und das heißt, alle, die in diesen Beta-Test reingegangen sind, das ist jetzt auch scharf gestellt. Das heißt, wenn der Beta-Test positiv verlaufen ist, so wie er jetzt gerade ist, dann wird das auch scharf gestellt. Und im Beta-Test haben wir halt schon 3 Millionen Token geburnt. Das bedeutet, wir haben schon 80-90% der Sell-Pressure aus dem Markt raus beim Listing. Weil die haben ja keinen Zugriff mehr auf die Token, weil die zu 100% geburnt wurden. Okay, das heißt wiederum, also das Frage gleich hinten dran, aber die erklärt sich dann, weil uns auch nämlich auch was von der Beta-Version gesagt wurde. Also den genau. Maximizer kann man quasi aktuell schon verwenden und wenn der, sage ich mal, so funktioniert, deswegen wahrscheinlich auch die Beta-Version, dann wird der umgewandelt in den eigentlichen Maximizer und quasi jeder, der jetzt schon rein ist, kann natürlich auch schon die Profite dementsprechend generieren. Genau. Und somit haben wir halt schon 80-90% Sell-Pressure aus dem Markt beim Listing rausgenommen. Plus wir haben auch noch eine 10%ige Trading-Tax-Fee eingebaut. Das heißt, wenn man Cairo kauft auf der Börse oder verkauft bei PancakeSwap, muss man 10% Gebühr bezahlen. Und die Hälfte davon legen wir Liquidität nach in unseren Token, weil unserer Meinung ist es halt, ein Preis hat nichts zum Aussagen von einem Token, wenn keine Liquidität dahinter ist. Und somit ist es, sage ich mal, bei uns so, wenn du jetzt dieses Projekt langfristig siehst, desto mehr Volumen entsteht, desto mehr gekauft wird, desto mehr verkauft wird, desto stabiler wird auch unser Token eben durch diese Trading Tax. Ja, gut, macht Sinn. Da ist natürlich jetzt viel volatiles Kapital aus dem Markt dann schon mal rausgenommen. Also das ist de facto genau. Schon, dass dieser Maximizer auch in dem Ausmaß schon genutzt wird. Genau. Okay. Ja, wenn wir mal bei dem Maximizer bleiben, weil da haben wir uns so ja die meisten Fragen gestellt, wie das funktioniert. Also der generiert ja pro Tag diesen 1%. Klar, jetzt mal davon abgesehen, wenn ich reinvestiere, habe ich ja, glaube ich, 5% an Kosten, wenn ich rausnehme, 10%. Genau. Aber grundsätzlich erstmal im ersten Step sind es 1%. Dieser 1% ist der gerechnet auf den aktuellen Dollarwert? Oder ist der gerechnet auf den Tokenwert? Ja, also der Maximizer funktioniert so, er wird, die 1% bekommst du auf deine Kairos. Vielleicht auch, dass man mal versteht, von wo kommen denn überhaupt diese Token her? Und da ist halt wichtig, unsere Tokenomics zu verstehen. Wir haben ein Max-Supply von 100 Millionen, ja, und es wird auch nie mehr geben. Und davon wurden halt 52 Millionen in diesen Maximizer geparkt, ja. Und diese 52 Millionen werden halt eben für diese 1% hergenommen. Das heißt, wenn ich jetzt in den Maximizer investiere, wird meine Einlage geburnt. Ich bekomme aber 1% am Tag bis zu Maximum 365%. Bedeutet, wenn ich 1000 Kairos reinmache, werden die zu 100% geburnt, bekommen aber auf die Zeit 3650 Kairo raus und dann ist es Schluss. Oder wenn 14 Millionen Token investiert werden in den Maximizer, wieso? Weil dann sind die ja geburnt und auf 14 Millionen 365%, dann komme ich auf diese 52 Millionen, also auf 51,1 Millionen und dann ist Schluss. Das heißt, wenn 14 Millionen geburnt sind, kann keiner mehr investieren, kann keiner mehr reinvestieren, es kann jeder nur mehr auszahlen, diese 1%. So, und somit können wir auch garantieren, dass wirklich jeder, der in diesem Maximizer drin ist, auch diese 365% bekommt. Das wäre jetzt wirklich die nächste Frage gewesen, weil wenn du natürlich endlos in den Maximizer rein kannst und dann ja. ist aber irgendwie Gesamtsupply durch, dann ja. schon natürlich, halt, da war ja auch eine Frage, ob das jetzt deflationär ist oder nicht, aber oder ob dann nicht mehr Tokens dann im Umlauf sind. Natürlich sind dann auch mehr Tokens im Umlauf, aber das ist halt auch bei jedem Staking-Projekt oder bei jedem Coin, der Staking anbietet, dass dann einfach mehr Tokens im Umlauf sind, weil man nimmt es ja als Incentive, um, sage ich mal, sein Netzwerk auszubauen oder sehr viele neue Investoren und Kunden auch in dein Netzwerk, in dein Projekt reinzubringen. Wichtig ist aber, dass wir halt ein Burning-Programm haben, wo wir 0,2-0,4% im Monat von unserem Vesting-Token monatlich burnen, plus eben alles, was in den Maximizer reinkommt, auch geburnt wird. Und somit wird unser Max-Supply sehr stark reduziert. Und wenn du dein Angebot verringerst, aber die Nachfrage gleich bleibt, dann wird auch natürlich der Preis steigen. Ja. Und
Also das ist auch sehr, sehr wichtig zum Verstehen, dieses Burning-Mechanismus, und dass auch natürlich mehr Coins im Umlauf sein werden, aber dann, wenn man das auf eine längerfristige Zeit sieht, man trotzdem das Asset, was schon limitiert ist, trotzdem sehr stark limitiert. Mhm, verstehe. Jetzt gehen wir mal davon aus, also das ist ja relativ naheliegend, wenn man jetzt so mal die aktuellen Zahlen anschaut, wie viel im Maximizer schon drin liegt, dass der ja eigentlich relativ schnell voll sein wird, gehe ich jetzt mal davon aus. Also ja, kann man dann natürlich erst sehen. Aber was kommt dann da danach? Weil theoretisch der Maximizer ist ja jetzt quasi so der Use Case, also wo ja mehr entsteht. Klar, durchs Halten, wenn nichts verkauft wird, klar, oder die Nachfrage dementsprechend steigt, dann kann es natürlich auch einen Kursanstieg geben. Aber was ist, also gibt es da schon Planungen danach? Wir haben da irgendwas von der Trading-App oder sowas mal mit rausgelesen. Gibt es da schon Planungen in die Richtung? Ja, also auf alle Fälle, und das ist auch das, was wir auf alle Fälle richtig stellen wollen. Der Maximizer ist kein Use Case und kein Hauptprodukt von Cairo Finance. Also der Maximizer von uns selber dient wirklich rein nur als Incentive für die Long-Term-Believer, Long-Term-Hodler, die eben zu belohnen, desto länger sie drinnen bleiben, eben ihre Kairos zu maximieren, zu vermehren, und natürlich auch als Incentive, in einem Bärenmarkt auch zum Beispiel sehr viele User auf deine Plattform überhaupt drauf zu bekommen. Die Hauptprodukte von Cairo Finance sind, oder der richtige Use Case von Cairo Finance sind unsere Produkte, wie zum Beispiel NFT, Prediction, Lottery. Aber der Haupt, sag ich mal, oder wo unser Hauptfokus drinsteht und wo wir auch den meisten Use Case sehen, sind unsere Auto-Compounder im Bereich Yield Farming, Liquidity Mining, weil wir uns da auch in den letzten 2 Jahren extrem darauf spezialisiert haben, das zur Peak damals auch im zweistelligen Millionenbereich selber betrieben haben und da wirklich auch die Vorteile und die Nachteile von solchen Yield Aggregatoren, die das anbieten, von der Tokenomics auch miterleben haben dürfen. Und da will ich euch auch vielleicht heute auch kurz was zeigen, dass ihr auch, wenn ihr vielleicht Cairo Finance jetzt nicht feiert, hier vielleicht trotzdem noch was mitnehmen könnt heute und was lernen könnt, weil viele VCs, die, sage ich mal, das im Millionenbetrag machen, zeigen das auch meistens gar nicht her, wie sowas funktioniert, weil desto mehr Leute auf diese Möglichkeit draufkommen, mit desto mehr Leuten musst du auch diese Rendite teilen und automatisch wird es dann natürlich auch weniger, ne? Und das sind halt Sachen, auf die man halt aufpassen muss. Aber ich sage jetzt mal einfach so, nehmen wir jetzt einfach mal den einfachen Use Case her. Wir werden Single Assets haben, wir werden Stablecoins haben, wo man keine Impermanent Loss macht. Wir werden auch Pairs haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel PancakeSwap hernimmt, man sieht halt hier, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel nehme diese 2 Tokens her, einfach JMI und BNB, wenn ich hier diese 2 Tokens Liquidität zur Verfügung stelle, jedes Mal, wenn wir swappen, dann steht eine Fee und diese Fee bekommt halt die Liquidity Miner. So, was macht unser Contract? Unser Contract, wir sind ja ein Yield Optimizer, optimiert diese Yield, die du hier generierst. Das heißt, du investierst nicht in Cairo Finance, sondern durch Cairo Finance. Ja, und unser Smart Contract macht nichts anderes, wie die Rendite, die du hier verdienst, automatisch zu reinvestieren. Ja, und wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, ich mache jetzt hier zum Beispiel, keine Ahnung, 84% auf PancakeSwap, seht ihr ja hier, und ich tue das Ganze täglich reinvestieren, dann mache ich halt 131%. Das heißt, ich habe das Yield optimiert mit einem einfachen Faktor, dass ich das Ganze einfach reinvestiere. Dann gibt es natürlich auch noch verschiedene Strategien, die man fahren kann, wo wir auch, das ist jetzt nicht unsere Strategie, aber nur, dass man es halt mal gesehen hat, und wir werden hier auch eigene Strategien haben, wo man hier in diese, das wird auch alles automatisch laufen, das wird unsere Automate Value sein, wo man diese Pairs leveragen kann, das heißt, da kann man mit 3x, 8x reingehen, das heißt, man geht auf andere Plattformen, wo man solche Pairs leveragen kann, das heißt, ich fahre mit das 3-fache, 8-fache Volumen rein, mache gleichzeitig Long- und Short-Positionen auf, dass ich nicht rausliquidiert werden kann, und kann auch die Pools rebalancen. Das heißt, ich muss nicht mit 50-50 reingehen, sondern kann mit 80-20 reingehen, um eben den Impermanent Loss, um gegen den Impermanent Loss dagegen zu kämpfen. Und da habe ich dann eben bei sehr interessanten, Pools, wie zum Beispiel, nehmen wir mal hier jetzt BUSD, BNB, nicht 12%, sondern ich sage mal, bei einem 8x hast halt 80-120%. Wo man aber auch dazu sagen muss, das ist auch das risikoreichste Produkt, ja, für uns. Aber da ist halt unser Fokus drinnen und wir haben halt es halt gesehen, ich zeige es euch mal, auf was man halt achten muss. Jeder Yield Aggregator oder jede DEX, okay, hat ja auch einen eigenen Token. Und
das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich will auch nichts anderes schlecht reden, aber es gibt halt die Leute, die Yield Farming betreiben im hohen Stil, nutzen das halt aus, dass zum Beispiel, ich sage jetzt mal hier A-Cryptos, macht auf die Stablecoins 1,22%. So, in Summe hauen die dir aber 13,60% aus. Wie ist das möglich? Ganz einfach, indem sie ihren eigenen Token abverkaufen und den als Incentive hergeben, dass du diese Rendite fahren kannst. So, und das ist halt extrem inflationär. Wenn ich das jetzt zum Beispiel auf PancakeSwap hernehme, die haben nicht mal ein Max-Supply. Und PancakeSwap, wenn man das mit allen anderen vergleicht, hat sogar die beste Tokenomics. Ja. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel diese Yield Aggregator oder diese DEX ist, keine Ahnung, man sieht es halt hier, ich zeige es euch mal kurz. Ich schweife ein bisschen ab, aber es ist halt wichtig zum Verstehen auch, wenn man da rein investiert. Die verwalten hier 32 Millionen in ihrem Auto-Compound-Pool, Staking-Protokoll und so weiter und so fort und ihren eigenen Token nur 2,39 Millionen. Ja. Und ihr könnt euch das anschauen, der Token ist im Keller, Alpak ist auf Platz 2 mit 636 Millionen, verwaltet aber nur 47 Millionen den Token. Der Token ist auch im Keller, ist bei 8 Dollar gestartet. Das heißt, für mich bedeutet das, ich will keinem was unterstellen, denen ist halt der Token scheißegal, die nehmen den her aus Incentive, um die Yields zu pushen, um sehr viele Leute, die das in diesem Bereich zu machen, ein Incentive zu geben, auf ihre Plattform zu kommen, um diese Rendite zu fahren. Ja? Und deswegen sage ich, wenn man das in diesem Bereich macht, muss man auto-compounden, und weil man bekommt ja immer den Profit in diesen Coin. Und auf diesen Coin zu spekulieren, dass er raufgeht, ist meiner Meinung nach nicht sehr gut, weil diese Coins aus Incentive hergenommen werden, um Yields zu pushen. Das heißt, wenn man das bekommt, sofort abverkaufen und reinvestieren. Und genau das macht unser Skript. Das heißt, wir gehen nicht her und pushen unsere Yields, sondern wir pushen die Yields, indem wir Systeme dahinter haben, wie Leverage oder wie Auto-Compounding und so weiter und so fort. Und wir nehmen lieber diesen Incentive her und sagen, okay, nutzt den Maximizer, ja, der ist auch geisteskrank, nur wichtig ist, der ist limitiert, der wird nicht für immer laufen. Und dass man jetzt zurückkommt auf unseren Use Case, weil das war jetzt die wichtige Frage, da muss man auch vielleicht unsere Tokenomics verstehen, wenn man auf unsere Treasury-Seite geht. Wir haben bei jedem Produkt eine extrem hohe Fee-Struktur, das heißt beim Kaufen, beim Verkaufen, I'm in a call. I don't know, I'm in a call now. Sorry. So, take my phone. Close the door. Sorry, Jungs. Wir haben hier eine sehr starke Fee-Struktur, wo man Performance-Fee abzieht, wo man generell überall eine Fee hat. Ja? Und das heißt, mit dieser Fee-Struktur geht zum Beispiel ein Teil ans Team, ein Teil legen wir Liquidität nach, ein Teil kommt Buyback in unseren Token rein, zum Beispiel, somit brauchen wir nicht täglich neue Investoren, dass unser Coin auch steigt, weil wir die ganze Zeit Buy-Pressure haben durch unsere Projekte. Ja? Und somit heißt das, der Use Case von Cairo Finance ist, desto mehr Cairos ich besitze, desto mehr bin ich an diesen Fees, die an allen Produkten und beim Kauf und beim Verkauf entstehen, beteiligt. Indirekt wie auch direkt. Und direkt, wie funktioniert das? Indem ich hier bei der Cairo Bank meine Cairos, die ich verdient habe, hernehmen kann. Ich kann die von 1 bis 4 Jahre locken. Das heißt nicht burnen, sondern ich locke sie einfach. Desto länger ich sie locke, desto mehr bekomme ich. Und ich bekomme halt täglich dann BUSD ausbezahlt. Von wo kommen diese BUSD her? Ganz einfach, von allen Produkten werden 2 bis 5% abgezogen, in BUSD umgewandelt und eben für unsere Cairo-Hodler zur Verfügung gestellt, um das auszuzahlen. Ja. Und wir haben halt wirklich versucht, diese Schwächen, was halt die anderen jetzt hier haben, und ich kann es ja mal herzeigen, schau, hier ist A-Cryptos, verwaltet 42 Millionen, schaut euch den Token an. Ja. Oder schauen wir mal kurz, Alpak ist sogar auf Platz 2 in der Binance Smart Chain. Und schauen wir uns mal den Token an. Der ist, glaube ich, bei 8 Dollar gestartet. Ja, und das könnt ihr wirklich durchschauen, und das ist wirklich bei jedem. Genau da unterscheiden wir uns. Wir nehmen nicht, sage ich mal, jetzt den Coin her, um Yields zu pumpen und das unendlich lange, nur dass wir hier viel Volumen aufbauen und dann einen Haufen Geld damit verdienen, sondern wir haben uns wirklich was überlegt, wie können wir das besser machen. Und deswegen ist es auch wichtig, diese hohe Fee-Struktur zu haben, wo uns auch vielleicht sehr viele
auch, was auch vielleicht bei anderen Leuten sehr negativ aufkommt, wenn man sagt, okay, beim Kaufen 10%, beim Verkaufen 10%, beim Maximizer 10%, da 5%, überall Prozent zum Abgeben. Aber diese Prozent sind halt wichtig für unsere Tokenomics und für die Langfristigkeit von diesem Projekt und dass auch der Coin selber extrem stabil wird im Hintergrund und nicht so dann ausschaut wie bei den anderen Yield-Aggregatoren oder dezentralen Börsen. Ja gut, diese ganzen Auto-Compounding-Protokolle funktionieren ja quasi auch nur nach dem Prinzip, ich schreibe mal, keine Ahnung, 2 Milliarden APY rein, weil es halt besser klingt als 1000 und im Endeffekt macht es keinen Unterschied, weil halt einfach der Kurs dann komplett inflationär ist. Genau. Also man kann auf alle Fälle sehr viel Geld auch damit erwirtschaften, wir machen das ja auch selber privat, nur man muss halt wissen, was man da macht. Ne? Das ist halt fast wie Trading, ja. Ja. Jetzt da mal Frage dazu. Also der eigentliche Use Case, wenn wir jetzt mal einen Maximizer eben beiseite lassen, vollkommen verständlich, ist dann das schon zum Launch verfügbar oder kommt das noch? Ja, also die Auto-Compounder sind jetzt gerade in der Testphase. Die Scripts funktionieren auch schon, also das Smart Contract im Hintergrund. Wir haben da auch wirklich sehr gute Developers, auch ein sehr großes Team. Das Einzige, sage ich mal, wo auch bei uns, und wie gesagt, ich rede auch mit offenen Karten, ist halt bei uns mehr die Ansichtssache, wo ich sage mal, da noch einiges optimiert auch werden muss bei uns auf der Webseite. Aber ich weiß jetzt nicht, also ich kann es noch nicht zusagen, geplant ist es, dass es am 20.06. also die Auto-Compounder schon fertig sind, auch diese Automate Values, wo man leveragen kann, auch Single Assets wie nur BNB, nur Stablecoins. Es kann aber auch sein, dass es wahrscheinlich, ich meine, vielleicht wisst ihr es ja selber, wie es ist mit Programmierer, ab und zu verschiebt sich das ja, dass es vielleicht 2-3 Wochen danach kommen wird, aber der Fokus ist und wir pushen das halt, dass es vor dem Listing noch fertig wird. Und natürlich müssen wir dann auch aufs Audit warten, vielleicht auch noch wegen Audit. Wir sind ja auch schon auditiert worden von Solid Proof, das ist auch ein deutsches Unternehmen. Wir haben auch schon mal mit Certik zusammengearbeitet bei anderen Projekten. Wir werden auch dieses Projekt von Certik auditieren lassen, nur da warten wir, bis, sag ich mal, der Auto-Compounder auch noch fertig ist, weil der ist wichtig zum Auditieren. Und ja. Okay, ja. Von meiner Seite wären es das soweit die Fragen? Ich weiß nicht, Olli, hast du noch eine Ergänzung, irgendeine Frage dazu? Nein. Okay, ja. Weil dann, also an der Stelle, erstmal vielen, vielen Dank für die Ausführung. Das hat jetzt natürlich einiges mal gedreht, weil, wie gesagt, letzter Stand, wo wir waren, auch wie es im Video war, Maximizer, dachten wir, ist quasi der Haupt-Use-Case. Ja. Das ändert natürlich einiges, ganz klar. Und dann sage ich mal, wenn man jetzt gerade aufs Datum schaut, dann drücken wir beide, also da kann ich glaube ich für Olli sprechen, drücken wir beide auf jeden Fall die Daumen, dass das für den 20. dann auch alles klappt. Also ja, wir kennen das mit Entwicklern. So, ja, geht alles und dann kommt es doch wieder anders. Ich hoffe, dass es anders läuft. Ja, wie gesagt, wir pushen es und ja, wenig Schlaf, viel Arbeit und ich bin guter Dinge. Und ja, wir werden es ja sehen am 20.06. dann, ne? Ja, perfekt. Wir werden es auf jeden Fall mitverfolgen. Wir drücken die Daumen und vielen Dank fürs Interview. Dankeschön. Bye, bye. Also was man mal als allererstes sagen muss, das Team hat sich definitiv auf dieses Interview vorbereitet. Das finden wir schon mal sehr, sehr cool. Was natürlich jetzt diesen eigentlichen Use Case betrifft, der eben auch nicht im White Paper steht, warum auch immer, das ist natürlich eine andere Sache, weil wenn das Ganze so aufgeht und dieser Maximizer wirklich im Endeffekt nur ein Incentive für den Anfang ist, dann macht das Ganze schon viel mehr Sinn. Ob so ist, das werden wir ja sehr kurzfristig sehen, denn am 25.06. soll ja der Launch sein. Es wurde jetzt ja nochmal bestätigt, dass der definitiv stattfinden wird. Und dann wird man halt sehen, was da passiert. Verkaufsdruck ist auf jeden Fall aus dem Markt rausgenommen worden, soweit das mit dem Maximizer und dieser Beta-Version jetzt auch so läuft. Aber wir sind da einfach mal gespannt und lassen uns darauf überraschen, werden da wahrscheinlich dann auch nochmal ein Update-Video machen, was passiert ist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns gerne einen Daumen hoch da, abonnier diesen Kanal und aktivier die Glocke.
Und ja, schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, was sagst du zu diesem Interview, zu dem neuen Use Case, der kommen soll. Also wir sind da wirklich gespannt. Und natürlich, falls du noch nicht in unserer kostenfreien Telegram-Gruppe bist, dann Link in der Description. Geh da gerne mit rein, da gibt es nochmal zusätzlichen Live-Content von uns, wo du eben dich noch viel mehr in die Materie einarbeiten kannst. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao.